Victory Road versus Kabuki Quarterfighter. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren blutrünstigen Folge von Victory Road versus Challengers Appear. Florian. Moin. Dominik. Ich glaube, ich kann Bartosz bei Versus am wenigsten ernst nehmen. Benjamin. Hallo. So, wir spielen heute, was ist es, Kabuki... Irgendwas, irgendwas? Kabuki Quantum Fighter, Bitch. Kabuki Quantum Fighter, Bitch. Wie immer. Flo, erzähl uns, was dieses Spiel für ein Genre, einem Genre zugehört. Mein Spiel startet einfach. 3, 2, 1, los. Okay, dann restart es einfach. Wie ist das denn jetzt? Es hieß ja, dass der letzte von letztem Mal ein wenig Vorlaufzeit bekommt. Genau. Und zwar hole ich mal eben mein Telefon und hole da mal eben. Du rufst bei Günther ja auch an. So, Stopwatch. Und du kriegst jetzt 30 Sekunden. Ja, jetzt musst du auch kurz warten. Jetzt habe ich gerade das Spiel neu gestartet. Kein Problem. Du wirst jetzt 30 Sekunden quasi einfach mal antesten dürfen. Wie ist der erste Bereich des Spiels für 30 Sekunden? Und danach restartest du das Game. Und dann geht's los. Ich dachte, er kriegt eine halbe Minute Vorsprung. Ja, habe ich das auch verstanden. Das hatten wir letztes Mal so gemacht. Ja, hatte ich letztes Mal gesagt, aber als ich mit dir geredet habe, Dome, meinst du doch Dings. Mein Vorschlag war fürs nächste Mal, dass der zweite, dritte und vierte sich das Spiel 5 Minuten vorher ein bisschen einspielen dürfen. Ach so, okay, gut. Ja, dann machen wir jetzt einfach mit 30 Sekunden mal. Vorlauf. Ja. Und dann wären es 30 Minuten und 30 Sekunden insgesamt. Und bei 30 Minuten sage ich dann einfach Start. 30 Minuten und 30 Sekunden ist eingestellt. So, und dann würde ich sagen, wie gesagt, du hast 30 Sekunden Vorlauf, sonst drückt keiner Start. Und ich zähle ab, kurz bevor es dann wirklich losgeht für uns andere. Also, für dich Flo. 3, 2, 1, go! Okay. Go Flo! So, ihr seht jetzt... Yay! ...dem Flo. Boah, guckt, was er macht! Scott O'Connor. Jesus! Oh mein Gott, das hat er gerade nicht wirklich gemacht. Ich kann gar nicht Flo's Bildschirm sehen. Au. Bist du schon beim ersten Boss? Warte gleich. Bist du schon durch? Beinahe. Könnte es das nächste Spiel sein, das wir durchspielen? Ich glaube nicht. Haben wir ein Spiel durchgespielt? Ich erinnere mich nicht mehr. Yoshi's Cookie habe ich durchgespielt. Oh ja, stimmt. Aber. Wann dürfen wir endlich? Ich bin so aufgeregt. So. 4, 3, 2, 1, go! Nein, jetzt bin ich in dem scheiß Intro-Bildschirm. Fuck, ich auch. Los! Okay, go. Okay, es geht los. Da sind Daten auf dem Bildschirm. Das gehört übrigens dazu, denn das Spiel heißt eigentlich auch, oder hatte auch mal den Titel, Kabuki... Data Detective. Headbanger Computer Fight, irgendwie sowas, keine Ahnung, ganz merkwürdig. Okay, ich habe jetzt schon... Total Bock auf das Spiel. Ja. Okay, ich kann Chips einsammeln, interessant. Keine Doppelsprünge. Oh mein Gott, man kann sich mit in seinen Haaren schwingen, wenn da so Lampen sind. Ja. Das ist ja krasser Shit, ey. Und man kann auch klettern, okay. Also, aber nicht überall, okay. Wow. Okay, ich hab... Ach nein! Jetzt schon. Ja, da ist mein Vorsprung wieder futsch. Wäre super, wenn man sich duckt, dann darf ich meine tollen Haare nicht benutzen. Nee, dann schlägst du zu, das ist ein bisschen nervig. Ja, super, ein bisschen, kacke. Ja. Aha. Boah. Wow. Wieso schießt das Gewicht? Irgendein Gegner, der aussieht wie Danny DeVito. Was? Sehen alle aus wie Danny DeVito, finde ich. Boah. Ich bin der Danny DeVito. Boah, was ist das denn bitte für eine Musik? Die Musik ist mega gut. Super actionreiche Musik, würde ich sagen. Ja, ernsthaft. Darfst du dich eigentlich gar nicht beschweren? Und das sind Echsen-Leute, die springen. Gib mir wieder Energie. Wo? What? Ich brauch Lebensenergie, nein, verdammt. Fuck. Nein, wieso springt ihr? Nein, hört auf! Nein! Ihr Penisse! Also bist du fuck, da kommt man wieder an den Anfang zurück. Was soll denn der Scheiß? Warum krieg ich keine Lebensenergie? Das ist total gemein. Ja, ich krieg auch die ganze Zeit nur diese Chip-Dinger. Okay, ich hab 2 Energiepunkte. Das ist keine gute Situation. Also ging's mir auch gerade. Ich bin durchs erste Level durch! Was? Ah, Mann! Fängt das wieder an. Kann doch nicht wahr sein. Man kriegt am Ende. Was suchst du dir immer für Scheißspiele aus, Flo?
Kann ich nichts dafür, die kommt zu mir, nicht ich zu ihnen. Oh mein Gott, Boss, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab Angst. Eingebungen im Schlaf, sag ich nur. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Der tritt total im Dreck! Ah, Affen! Was, Affen? Bist du auch schon im zweiten Level, oder was? Ich bin jetzt im zweiten Level. Nein, da kommt ein Boss! Oh, der tritt total im Dreck! Lass mich in Ruhe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Scheiße, scheiße! Oh nein! Okay. Okay. Scheiße! Ich starte. Oh, fuck! Sind wir beim Boss gestorben? Okay, aber man fängt direkt wieder beim Boss an. Ah, fuck. Okay, okay. Wow! Boah, die springen ja, das ist ja... Boah. Lass mich in Ruhe, du! Lass mich in Ruhe, du Wicht! Mann! Jetzt krieg ich ihn aber. Jetzt krieg ich ihn aber, du. Vielleicht. Nein! Ach, okay. Mist! So weit. Nur noch ein Continue. Yes! Ich hab den Boss. Ich hab ihn besiegt! Scheiße. Mist, oha! Ich glaube, das wird diesmal ein ganz spannendes Ding, wenn Ben Erster wird. Ja, das Ben hat ihn direkt beim ersten Versuch bekommen, der Wichser. Oh, fuck. Tja, ich hab die Wurfsterne benutzt. Bartosz, ich glaube, du hast Wurfsterne? Wurfsterne? Ja, man kann die Waffe wechseln. Wusstet ihr das nicht? Wie? Wie? Ja, wie immer. Ah, fuck off select. Yeah. Oh Gott. Nein, ich bin direkt vom Ende des Levels gestorben. Scheiße. Program Area. Round 2. The defense system in Area 1 has been destroyed. Oh Gott. Mann! Das sind ja krasse Waffen, die man da hat. Aber okay, es lohnt sich, glaube ich, nicht, die Waffen zu wechseln, außer man ist beim Boss. Weil die verbrauchen halt diese Chip-Energie, die man hat. Okay, Ben, ich werde das nicht zulassen. Ich werde dem, was auch immer du tust, ich werde dem einhalten. Ah, dieser scheiß Roboter. Fick dich. Scheiße. Nee, ernsthaft, oder? Ich kann doch nicht schon so früh im Spiel. Wieso kann man überhaupt da hochgehen, wenn dann da oben Gegner stehen und Arschlöcher sind? Wow. Oh Gott. Oh Gott. Ich stell dich nicht auch so... Hier ist ein Arschloch, wollte ich nur mal sagen. Ich mach jetzt langsam. Sagt der Mann, der am Ende gewinnt. Nein! Ja, das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Doch. Ihr seid doch nur fiese. Ja. Nein. Du beschwerst dich immer und dann gewinnst du. Ja, echt mal. Ja, vielleicht solltet ihr dann du auch. Du bist anfangen, der sich nie beschweren braucht. Ich beschwer mich die ganze Zeit. Aber ihr beschwert euch immer über mich und nicht über das Spiel. Nee. Ihr seid immer genug gemein zu mir. Ich hab mich oft genug über das Spiel beschwert. Guck dir mal die alten Aufnahmen an, Mega Man und so. Oh ja, boah, wie ihr abgeht bei Mega Man, das ist herrlich. Aber was bist du für ein Wichskind? Alter, das ist hier aber auch. Und ich muss auch noch da lang, was ist denn das? So, jetzt komm ich zu jetzt den Affen. Jetzt schon keinen Bock mehr auf die Kacke. Gleich. Ach, da kann ich nicht langklettern, das ist ja crazy. Nein. Oh, fuck. Das fühlt sich ja schon Crazy Frog-mäßig crazy an, so crazy ist das. Weißt du, was ich immer geil finde, dass Tomme einfach für die anderen alles spoilert? Ja. Ja, beschwer dich doch nicht. Doch, mach ich. Ich darf das. Yes, 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 Boss. Ja. Mein geschafft. Ah, fuck. Oh, na, endlich. Und man erkennt gar nicht, wenn irgendwas einem Schaden macht. Manchmal ist es total willkürlich. Also ich sehe das die ganze Zeit. Ja, du bist ja auch noch nicht Level 2. So, Level 2 Ende. Ben, wo bist du? Ich bin gerade in Level 2 gestorben. Das heißt, das gefällt mir. Ich werde hier noch ein bisschen brauchen. Okay, ich bin beim zweiten Boss. Nee, okay, es kommt gar kein zweiter Boss. Erstmal. Es gibt Level 2-2 scheinbar. Und überall sind Gefahren. Überall lauern Gefahren. Boah, wie der Typ abgeht. Der kriegt hier einen Hüpfer. So. Okay. Ey, wie gemein das einfach ist. Überall. Es ist. Schlechtes Game Design. Krokodillippen. Ach, du bist schlecht. Yes! Das ist mega gut. Stirb! Ja! Besiegt! So funktioniert Motherfucker! Das Beschissene ist einfach, man weiß einfach nicht, was unter einem ist. Und dem zweiten Level, Punkt 2, da geht einfach immer weiter runter. Und man sieht gar nicht, wenn da Dinge sind. Boah, Mann, dieses... Genau, Fick. Genau darüber rede ich. So, zweiter Boss. Boah, hör auf zu labern. Ich mag die Mechanik, sich von den Plattformen runterzuhangeln. Boah,
Scheiß Text. So, ihr habt alle Probleme. Round 2. Was ist das für ein Fixer? Level 2 bin ich durch. Jetzt kommt wohl Level 2, von dem ja. Domme eben redete. Gut zu wissen. Und der zweite Boss ist ein dummer Wichser. Hast du ihn besiegt? Nein. Gut. Na dann. Okay, kann man hier ins Wasser? Ich hoffe. Also es ist... Wow. Wow. Fuck. Die Vögel sind schon so ein bisschen asozial. Oh, das ist ja geil. Ich kann einfach nicht treffen. Na super. Oh Gott. Mann. Wow, fuck. Kacke. Ach okay, Mann. Game over. Alle zwei Continues. Ja. Das musst du wieder und von man vorne fängt anfangen? Und man muss das ganze Level von vorne machen, ja. Das ganze Level oder ganz von vorne? Das Level von vorne machen. Also ich bin jetzt am Anfang von Level 2. Ich muss mir härtere Spiele raus. Also am Anfang von dem Abwasserding, ja? Genau. Wo am Anfang diese springenden Arschkriecher kommen. Ja, ja, genau, die blauen, ne? Genau. Okay. Also, das könnte eins von diesen Spielen werden. Nein. Von diesen Spielen, wo am Ende einer gewinnt, weil wegen der Continues. Ja, das kann gut sein. Oh, das ist ja geil. Also, ein bisschen... Also, das Spiel gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Es gibt sehr viele coole Designideen. Ich mochte es auch. Und dann hat Domme es gespielt. Ich bin jetzt an der Kletterwand, Domme. Ach, fick dich. Also nebenbei. Nicht du, Bart. Ja, ja, ich weiß. Das Spiel. Nö, das nur ich soll mich ficken, weil ich weiter bin als du. Niemand sonst. Ich verstehe. Ja, die anderen gewinnen ja auch nie. Hey! Ja. Dann. Ja, du zählst nicht, auf, komm. Dann hör doch mal auf, die Fehler bei anderen zu suchen. Aber die anderen. Ach so, okay. Ich erkenne deine Argumentation an. Oh, 2-2. Okay. Ben, wie weit bist du? Ich bin gerade beim zweiten Gegner. Okay, zweiter Boss, gut. Fuck. Bin jetzt Bereich 2-2, mal schauen. Wir haben noch knapp 20 Minuten. Okay. Kann sein, dass die, für die Zuschauer, kann sein, dass die Zeit ein bisschen abgefuckt ist. Also, falls wir irgendwie ein paar Sekunden vor Ablauf der Uhr aufhören, nicht wundern. Weil ich habe hier mein Handy ein bisschen später gestartet, leider. Ah, deswegen, oh, ja. Ich hasse den Kerl. Boah. So. So, ich bin zurück bei der Boah, ist das krass asozial. Spring! Yes! Nein, nein! Geh runter, spring doch, Mann! Ah! Das ist ja echt mies, da fällst du ja quasi direkt auf Gegner drauf. Ja, einfach. Es ist echt kacke. Das ist richtig miese. Ha, ich hab den zweiten Endgegner besiegt! Yes! Ich hab den dritten Gegner besiegt! Ja! Ach, komm. Fick Game Over. Nein! Zweites Level, fuck, wieder von vorne. Zweiter Endgegner ist Geschichte! Oh, Ben könnte... Ey, wenn Ben gewinnt, dann hat's, So, ich bin am zweiten Endgegner. Das ist jetzt die Folge 4, dann hat 3 von 4 Folgen jemand anders den ersten Platz belegt. The Colonel has been apprehended in The Colonel. Program Area. Disaster. Ich muss sagen, ich find's besser als Mega Man. Oh. The Colonel's brainwaves have stopped. Shit. Sagt er wirklich shit? Nee, das hab ich gesagt. Ich mag es lieber machen. Als Mega Man. Ja, es ist. Stirb schon! Ach, komm. The Fusion Gun has been added to your arsenal. Yeah, round 3. Push A-Button. Boah. A-Button. Ich hab zweiter Endgegner kaputt! Was? Ja. Wie kurz ist der Bereich, dass du jetzt schon beim zweiten Endgegner warst? Ich war einfach super flink. Ich muss mich aber beeilen, Dom ist mir wieder auf den Fersen. Ben, bist du schon Game Over gegangen? Nö. Fuck. Das ist ja das Gute, Ben ist hier voll am Rocken. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ja, The Colonel interessiert mich eigentlich absolut nicht, die Geschichte. Also, du kannst das beschleunigen, ne? Ja, ja, klar. Ich hab auch nur gelesen The C und hab mich dann erinnert, was du gesagt hast. Ach, fuck. Eigentlich seid ihr immer so weit vorne. Jetzt Geschichte krieg ich das. Bam! 2-2. So, jetzt noch schnell zum Boss. Nicht hin, das gibt's da nicht. Mir gefällt Level 3. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Okay. Mir gefallen die bunten Farben, wie zum Beispiel blau,
und blau. Oh mein Gott, Ninja-Affen. Und grün. Wie soll ich denn da hochkommen? Ach so. Ja, die Ninja-Affen sind ziemlich scheiße. Ninja Monkey! Oh mein Gott. Ach nee. Oh Gott. Ey, dieser Sprung ist am Anfang ist scheiße, oder? Ich hab's geschafft! Ja? Hast du das erste Level durch? Oder hast du den Boss durch? Hast du das Spiel durchgespielt? erstes Level. Kacke. Oh Gott. Jetzt muss man noch den Boss töten. Wie soll ich denn da hochkommen? Aber der ist relativ einfach. Okay. Oh. Okay. Und rechts. Oh, nix. Oh, das ist ja so ein. Ist das so ein Martial Arts Fighter? Das sind alles so Martial Arts Fighter. Oder eher so Arschel Farts Fighter. Arschel Farts? Martial Arts? Arschel Farts Meiter. Was zur Hölle war das denn bitte? Oh, ich merke auch, man hat schon nach dem ersten Level eine neue Waffe. Oh, ey, mit so viel Lebensenergie in den Boss rein. Das sollte ja jetzt kein Problem sein. Dammit! Du solltest dich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Oh Gott, scheiße, scheiße. Oh Gott. Der ist ja voll easy, wenn man einfach die zweite Waffe benutzt. Ja, auf jeden Fall. Mit dem Feuerding ist das, mit dem Feuerball oder was. Oh, jetzt spaltet er sich, okay. Okay, das war eine Illusion. Shit, okay. Jetzt bin ich Game Over. Yes, das gefällt mir. Oh Gott. Egal. Siehst du, yes, besiegt, Spaß. Besiegt, besiegt. Zweiter Boss ist down. Da geht er down. Oh, shit, ich bin gestorben. Boah, ist das ein menschlicher Flummi oder was soll das sein? Oh, man quasi. Muss das ganze Level die von hüpfen alle, machen. Der zweite Boss hüpft auch rum wie ein Blöder. Yes, ja! Ich hab gewonnen! Flo wins! Sehr gut. Flo hat jetzt auch zu spielen, er hat genug Erfolg gehabt. Drop the Gamepad. Ja, das dritte Level ist interessant mit den ganzen Plattformen und so. Oh. Wie weit bist du, Ben? Ja, Ben ist da gerade genau noch hier. Vom dritten? Ja. Okay. Press A-Button. Du sollst irgendeinen Knopf drücken. Press A-Button. Press a Button. Press A-Button. Nein! Ach, shit. Oh Gott. Können das Spiel noch den ganzen Tag lang spielen, Dominik? Okay. Hä? Wie soll ich dann hoch? Ach so. Ich vergesse immer, wie hoch man hier springen kann. Oh. So, okay, weiter geht's. Oh shit. Oh. Was? Ach so, man kann ja auf das Ding drauf springen, ich Depp. Oh. Weiter geht's. Vollgas. Na komm, spring. Ich frag mich, wer auf die Idee gekommen ist eigentlich mit diesem Kabuki-Fighter. Jemand, der auf traditionelle japanische Scheiße steht, aber auch auf die Fresse. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Spring! Das ist ja absurd. Haha, von hinten. So. Damit hat er nicht. Wow! So, okay, wesentlich mehr Energie als beim letzten Mal, als ich hier war. Das ist doch schon mal etwas. Boah, das dritte Level ist ja brutal, ist asozial. Ja. Ja, in der Tat. Oh, leck mir am Arsch. Es ist nichts für jeden Geschmack, würde ich sagen. Boah, ich muss. Boah, diese scheiß Flammenwerfer. Nein. Oh Gott. So, Vollgas. Nein! Nein, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schaff das. Ich schaff das. Alles ist gut. Fuck, ich hab einen einzigen Lebenspunkt. Alles ist gut, solange du wild bist. Nein! Fuck! Okay, wieder zurück am Anfang vom dritten. Nein! Boah. Ben, wie weit bist du? Ich bin auch noch relativ weit am Anfang vom dritten. Oh mein Gott, was für ein Arschloch. Ich hole euch jetzt mal ein, ja? Tu das. Ja, mach ich auch. Bin tot. Wie schön soll man an dem Wichser vorbeikommen? Wie lange haben wir denn noch? Ach nee, jetzt bin ich wieder. Wir haben noch knapp 13, was? 30, 13, 40. Wie lang geht dieses scheiß Level? Was? Nein! Was soll der Scheiß? Viel zu lang. Ja, ich bin wieder im ersten Level. Was? Ja, ich bin zu oft gestorben, jetzt muss ich nochmal alles von vorne machen. Hä? Ich bin am Ende von Level 3, oh mein Gott. Jesus, einfach irgendwann hat er aufgehört und keinen Bock mehr gehabt anscheinend und jetzt neu gestartet. Wie jetzt? Alle Game Over kaputt oder was? Ja, anscheinend. Alle Continues. Man hat drei, man hat zwei Continues. So, ist er direkt. Okay, Tommy, ich werde mich mit den Continues besser auskennen als du. Lass mir wenigstens das. Nein! Okay, danach kommt direkt der Boss.
Also es ist halt wieder so ein Ein-Level-Ding. Ja. Okay. Vielleicht sollten wir mal Spore oder so spielen, ne? Wenn ich vielleicht besser. Das ist halt die Frage, wie wir das überhaupt zählen. Spore. Oder C5 auf einer Megakarte. Sehe ich schon, Domme. Domme geht den brutalen Weg und tötet erstmal alle. Kacke, okay. Noch ein Leben habe ich. Boah, dieses scheiß Eis. Das kann ich auch nicht entscheiden, ob man jetzt schnell ist oder nicht. Ja, das ist sau seltsam. Oh Mann! Okay, ich bin bei den Plattformen. Boah, diese Plattformen, die Feuer spucken, diese komischen Statuen, die Feuer spucken, die gehen mir so tierisch auf den Keks. Die gehen eigentlich. Nee, ich kann die nicht ab. Ich find die mit. Das ist ja auch Feuer- so, hier gibt es Bereiche, wo du getroffen werden musst bei den Flammenwerfern. Ja, weil du einfach gar keine Chance kurz hast. Naja, wir reden vom dritten Level. Mir doch egal. Ach, fuck. Okay, okay. Ich bin wieder am Anfang vom dritten Level. Fuck. Oh Gott. Asozial. Oh Gott, oh Gott. Oh Domme, Gott. Wo bist du? Ich bin am dritten Boss. Schwinge mich von Plattform zu Plattform. Bis der Endboss kommt. Nee, nee. Nein! Nein! Und ein Hit und ich bin tot. Und nimmst noch einen. Ja, Dito. Machen. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Vielleicht. Frosch-Samurai, was ist das für ein Computer? Dritter Boss besiegt. Ernsthaft? Ja, mit 2 Energiepunkten übrig. Badosch, gib mir schon mal die Punkte. Oh, fuck! Fuck! Wie soll man an diesem Scheißding vorbeikommen? Das ist doch, das, meinst du an Level 3? Ja. Nein, an dem Scheißding Typen, mit dem Namen Level 3. Ist, der quasi den Ausweg versperrt. Komm, ich scheiß jetzt einfach auf die Typen, ich geh jetzt an den. So. Hab keinen Bock zu kämpfen. Das sind ja alles krasse Waffen, die ich jetzt hab, du. Kriegt man mehr Waffen? Ja, man kriegt an jedem Ende von jedem Level kriegt man eine neue Waffe. Oh. Wie weit ist Ben? Ben, wo bist du? Ich bin auch noch in Level 3. Leck mir die Eier! Unendlicher Tod! Ich hab dich nicht so. Boah, Mann! Davon aus, du bist in Level 4, Dame? Ja. Ach, die können mich jetzt alle mal kreuzen, weil ich renne jetzt einfach durch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Kleinen Wichser! Ich muss Energie sammeln, ich muss grinden, ich muss farmen. Das so schön wäre, wenn das so einfach ginge. Wenn die Gegner mal Sachen fallen lassen würden, ey, die Wichser. Oh Gott. Also bei mir lassen sie schon oft der Herzen fallen. Das Problem ist, im dritten Bereich gibt's gar keine Gegner. Außer ganz am Anfang. Ja, Level 3 ist halt echt ein Arschloch, ne? Fuck my life! Shit, Mann! Fast war ich. Nein! Okay, Level 3 in mein letztes Continue. Mein letztes Continue, Level 3. Schön, ich hab gerade gesehen, dass es auch eine Zeit gibt. Ja, ich dachte es auch gerade, ich bleib einfach mal stehen. Hey, wir haben gesagt, kein Stallen mehr, sonst hätte ich schon längst aufgehört. Erinnert ihr euch noch an damals Anno? Als wir Sunset Riders gespielt haben. Als du gestallt hast? Ja, und danach haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr. Und wie bei. Ja, weil du es gemacht hast. Wer hat bei Dings gestallt? Wer hat bei. Was war das? Ich meine, es war Sunset Riders. Nee. Mit dem Ghost? Ja. Nee. Achso, stimmt, Bartosch, da haben wir zusammen gestallt. Ja, da habt ihr jetzt schön zusammen gestallt, ja. Und sind dann beide gestorben. Ja, am Arsch, ne? Und das habt ihr verdient. Ja. Und wer hat. Habe ich das nicht sogar gewonnen? Ja, hast du. Ach, das waren schöne Zeiten. Damals, als du noch Spiele gewonnen hast. Damals. Keine Sorge, okay, Ich bin am Ende von Level 4. Willst du mich verarschen? Also, ich weiß nicht, ob jetzt noch Level 4-2 kommt, wie davor. Sehen wir jetzt, ne? Ja, ich habe Energie, ich habe Chips. Boah, Mann! Okay, was ist das für ein Abfuck, wenn du in dieser scheiß Statue drin stehst?
soll der Boss Kack? Kommt direkt und ist ein Arschloch. Passiert. Nee, passiert nicht. Okay. Ja, geil, natürlich falle ich runter. Boss ist ein richtiges Arschloch. Was zur Hölle ist der Boss für ein Arschloch? Okay, da würde jetzt mein zweites Continue dahin gehen. Ach ja. Nee. Continue weg. Also letztes Continue. Runde 4. Okay. Boah, Mann! Wie viel Zeit Mann! Eigentlich noch? Wir haben noch. Shit! 7 Minuten ungefähr. Okay. Boah, ich hoffe, ihr sterbt alle nochmal. Sicherlich. Also nochmal richtig. Mit Continue. So richtig. Also, so richtig, also, Continue. Nicht im Spiel. Ich meine nicht im Spiel. Dazu hat uns Versus also getrieben. Wir wünschen uns gegenseitig den Tod. Okay, ihr wünscht mir den Tod, ist okay. Ben, wie weit bist du? Ach, ich bin, Mann. Boah, das ist echt schwer zu beschreiben. Sag mir einfach, was für Hazards da gerade sind. Ich bin da, wo man diesen knappen Sprung machen muss, um nicht oben gegen die Decke zu klatschen. Okay. Aha. Mit den roten Dingern an der Decke, oder? Ja, genau, mit den roten Dingern an der Decke. Und danach ist auf der linken Seite so Feuer. Genau, wo okay. man getroffen werden muss, scheinbar. Nee, es gibt einen Rhythmus. Danach das schaffen. Ding, da habe ich keine Ahnung. Shit! Jetzt bin ich wieder am Anfang von Level 3. Yes! Ich bin an dem Scheißteil vorbeigekommen. Boah, Mann! Diese Scheißstatuen! Hey. Ah, ich krieg mich nicht über euch auf. Nein! Nein! Was? Was? Anfang von Level 3. Achso, ja. Ich glaub's nicht, ich werd noch letzter. Ach du Scheiße. Ich war nur ein einziges Mal letzter, das kann doch nicht sein. Wie willst du denn letzter werden? Ich bin in Level 1, verdammte Scheiße. Scheiße. Das stimmt. Aber er hat keine Continues mehr, oder? Nee, wenn ich jetzt noch zweimal sterbe, dann ist vorbei. Ja. Redstone zählt dir schon gar nicht mehr mit. Ach, hier unten. Mhm, das zähl ich schon nicht mehr mit. Victory Road Versus, wo dritter das neue letzter ist. Bei 4 Personen, ja. Quasi. Ach nee, scheiße, da geht's ja gar nicht lang. Boah, ich bin am Ölen. Das ist schon nicht mehr lustig. Nein! Ah, ich hasse diese Fliegen. Ich hasse alle Gegner in diesem Spiel. Das erste Level ist Pussy. Stell dich nicht so an. Halt dein Maul. Hacke, warum komme ich da jetzt nicht weiter? Du weißt gar nicht, wie das ist mit zwei linken Händen. Was? Du bist Doppellinkshändler? Das wusste ich ja gar nicht. Nie. Ja, genau, ich bin Doppel-Linkshändler. Ich habe das all die Jahre nicht gemerkt. Nee, wahrscheinlich. Ich brauche Energie. So achtest du auf mich. Ja, das ist damals merken können, als er zwei linke Handschuhe gekauft hat. Ich weiß. Wie weit bist du, Ben? Ach, ich. Oh Gott. Ich häng gerade an dieser ersten Stelle, wo diese Flammenwerfer sind. Ey, wie lang war bitte Level 4? Nein, fick dich! Ey, ich hab echt... Tatsächlich hab ich... Kann ich diesmal nicht sagen, dass ich keinen Bock mehr habe, weil das Spiel macht mir schon Bock. Also... Ich bin ein spaßiges Spiel, das Spiel. Das ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Aber ich hab keinen Bock mehr. Oh Gott. Plattform! Sterbt doch bitte alle noch so oft, dass ihr wieder am ersten Level seid. So, Bosszeit. Alter, Domme übertreibt mal wieder. Domme Eskalation. Domme ist reich, wenn du Erster bist. Ja, die Sache ist, wenn ich jetzt aufhöre, dann... Also du musst jetzt nicht über Erster werden, Domme, ne? Domme, es gibt keine Achievements. Oh, nee, ganz ehrlich, diese Statuen hier im ersten Level sind der größte Abfuck, finde ich. Ach nee! Was? Nee, Leute, ihr habt gar keine so schlechten Chancen, dass hier noch alles schief geht. Ja, wieso kommt ihr alle an den Anfang von Level 3, während ich hier immer... Warum bin ich in den ersten Level wieder zurück? Weil du keine Continues mehr hattest. Ja, aber ihr müsst doch auch mal irgendwann keine Continues mehr haben. Ja, hatte ich einmal. Scheiße! Und dann bist du wieder in Level 1 gewesen? Ich glaube. Glaubst du? Ist lange her. Fick dich.
Tut mir leid, Flo. Fickt euch alle. Oh, man muss ihn teasen. Das ist auch interessant. Okay. Sollte ich jemals mein Testament, ich werde euch in meinem Testament erwähnen. Yes! Ja, ich bin beim Boss von Level 3! Woo! Ich hoffe, der fickt dich. Woo! Kurz habe ich gedacht, er freut sich, dass ich ihn in meinem Testament erwähne. Viel zu hart. So, jetzt noch den Boss überleben. Oh. Okay. Was sagt die Uhr? Die Uhr hoffentlich sagt sie noch genug Zeit. Komm wieder runter, du Wichser! Die Uhr sagt 2 Minuten ungefähr. Ah, gibt's Boss, irgendeine Möglichkeit, nach oben anzugreifen? Außer ohne Items jetzt? Nee. Nein. Ja, geil, da ist dieser Typ, der krabbelt jetzt an der Decke lang und ich komm nicht dran. Ja, dann warte, bis er runterkommt. Ja, macht er ja aber nicht. Ja, das ist Pech. Was bist du für ein Wichser? Nee. Ja, ach komm, nee. Komm da her. Der hat so seinen Laser-Move und selbst wenn ich den machen lasse, kommt er immer noch nicht wieder. Ah, jetzt kommt er, okay. Nach ungefähr gefühlten 7 Stunden. Nein! Wie? Aber ich war doch gebückt! Sich bücken ist nicht immer die Lösung, Bartosch. Na komm runter. Ja, geil. Fuck! Was war das denn gerade? Krass, das war so laut, dass die Audioqualität. Ja, bei mir auch. What the hell? Muss ja nur bei mir richtig drauf sein. Nein, 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 nein. Jetzt leuchtet er rot. Oh je. Das ist nicht gut. Uiui. Ui. Ja, ich glaube, man kann die nicht treffen, wenn die rot leuchten. Ich bin mir nicht sicher. Nee, nee, der Boss ist einfach seltsam. Der Boss ist einfach nur seltsam. Oh Gott. Boah, das ist viel zu krass gerade. Boss geschafft, das zweite Mal. Bäm, 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 bäm. Wieder im zweiten Level. Oh Gott. Ich krieg hier noch einen Herzkollaps. Ja, bin ich. 30 Sekunden. Ja, komm, ich hab... Und der Gegner hat nur noch... Hallo? Ja! Ja! Ja, 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 ja! 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 Hallo? Hallo? Ja! Ja! Oh mein Gott! Jetzt ist gerade die Skype-Aufnahme flöten gegangen. Oh. Also, falls ihr das jetzt hört, hat Bartosch die Audio-Spitze gelassen, sonst nicht. Der Boss ist sehr schön, wie ihr sehen könnt. Er ist sehr erotisch. Mann, ey. Los, komm jetzt. Wuhu, ich hab den Boss besiegt und keiner hat's mitbekommen. Und ja. Ich glaube, ich hab gewonnen. Hallo? Ende! Es ist vorbei! Ja, es ist vorbei, es ist vorbei! Gerade nur gerade die Skype-Verbindung abgebrochen. Es ist Ende. Ich habe gerade den vierten Boss besiegt. Okay, wo das zählt nicht mehr, das war nicht mehr in der Zeit, ja, Dominik. Also, wir sind hier jetzt quasi 15 Sekunden rüber. Also alles, was in den letzten 15 Sekunden passiert, das gilt nicht mehr. Dann habe ich den vierten Boss nicht besiegt. Okay. Dann war ich beim vierten Bossfight. Okay, Ben, wo warst du? Hast du den Boss besiegt? Nee. Ja! Ich bin Game Zweiter! Ich bin im ersten Level. Was? Woo! Ja! Wo ja! Im ersten Level? Ben hat verloren? Oh mein Gott, wie gut! Flo, wo bist du? Bist du im zweiten Level oder was? Ich war, also vor 15 Sekunden gefühlt, war ich mindestens, spätestens beim ersten Boss. Also dann, entweder beim Boss oder schon danach. Also ich bin gerade am Anfang verloren. Vom zweiten Level. Ja, Ben schade. Hat verloren! Oh mein Gott, ich hab Tränen in den Augen! Ich hab Tränen in den Augen. Meine Damen und Herren! Ich hab bisschen Pipi in der Hose. Möchtest du irgendwem Danke sagen? Meiner grandiosen Spielauswahl vorrangig. Dem guten Continuous-System und den Scheißgegnern, die mir selbst sehr auf den Sack gingen. Ich kann euch sagen, dass wir haben das herausgefunden, was das Böse ist, es ist nämlich auf dem Satelliten Hyperion. Um euch den Rest der Story auch noch zu spoilern. Dankeschön, okay, also Dominik. Borderlands danke. 2. Ja. Hyperion. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich kann Bartosch schon wieder nicht hören. So, meine Damen und Herren. Ihr seht gerade die Punkte aufgelistet. Ben sucht sich das nächste Spiel aus. Fickt euch alle! Warte, warte, warte. Das bin ich, wie ich mir auf die Schulter klopfe. Good job! Bis zum nächsten Mal.
Hey Roadies, danke fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch mal in einer unserer anderen Shows blickt. Da hätten wir den Sonderbonbon-Podcast zum Beispiel, wo wir uns mittlerweile über großartige Themen wie Final Fantasy, Metal Gear Solid und Resident Evil unterhalten haben. Und auf der anderen Seite das Indie-Bonbon, den Indie-Bonbon-Podcast, wo wir uns jeweils immer zusammen über 4 Indie-Games unterhalten, diese vorstellen und ja, mal schauen, ob die gut sind. Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Facebook ein Like gebt, auf Twitter ein Follow und hier oben auf unserem Kanal ein fettes Abo. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und uns helfen wollt, Ausrüstung und unsere Website zu bezahlen, dann könnt ihr hier unten auf unserem Patreon klicken. Bis zum nächsten Mal.